So, hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Transport Fever. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte heute wieder ein bisschen optimieren. Wir werden das hier erstmal ändern. Ich habe mir das nämlich jetzt ein bisschen angeguckt. Die Linie hier irgendwie, die sollen ja eigentlich das Korn von hier hochbringen, ne, zur Chemiefabrik. Aber die machen nur Mist. Zwischendurch bringen sie mal ein bisschen was. Dann kommt hier wie auch immer Öl hin. Die produzieren hier eigentlich Plastik. Ich habe keine Ahnung, was die machen, wo das Öl herkommt oder sonst was. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wir machen Folgendes, und zwar Linie 4 hier. So, Linie 4. Bitteschön. Alle Fahrzeuge ins Depot schicken und verkaufen. So, Linie 4. Alle Stationen entfernen. Ja, weg damit. Also Linie 4 schmeißen wir jetzt komplett raus. So, alle Fahrzeuge ins Depot schicken, haben wir noch. Ins Depot schicken und bei Ankunft verkaufen. Linie löschen. Weg damit. So, das heißt, Linie 1 müssen wir auch mal gucken gleich. Wir müssen jetzt hier nochmal was anbauen. Bitte ein zweites Gleis, das wäre toll. Anwenden. Dann können wir nämlich jetzt einfach hier oben Öl holen. Ich glaube, das geht einfacher mit dem Zug. So, zumindest sind die etwas schlauer. Muss man einfach so sagen. Jetzt können wir hier nochmal so ein Stück Straße runternehmen. Machen wir mal so. Das sollte passen. Können wir den jetzt hier dran machen? Jawohl. Sehr gut. Krümmung zu groß. Was für eine Krümmung. Passt aber. So. Ölraffineriebedarf. Ach, die macht Öl, ich Idiot. Siehst du mal, ist gar keine Ahnung. Toll. Einmal mit Profis, ne? Ich habe nur das Öl gesehen. Ist ja gar keine Ölquelle. Da hinten ist eine Ölquelle. Dann gehen wir hier hin. Mir doch egal. So, wie machen wir das hier? Dann machen wir hier mal so eine Straße durch. Einfach gerade. Sagen wir mal so. Wahrscheinlich ist das jetzt zu weit weg, ne? Das drehe. So. Ja, das ist zu weit weg. Guck, das hätte hier irgendwo hingemusst. Dann machen wir das so auf die Seite. Wenn das hier passt, hast du da oben halt eine Straße. Viel Spaß damit. Ich will das eigentlich gerade ziehen, ja? Gerade. Ich hasse das, wenn der immer so Bögen macht. Warum? Warum? Ich habe keine Ahnung. Echt. Das ist so bescheuert. Das passt. Dann kann man das nämlich auch noch erweitern, wenn es sein muss. Jetzt bitte einmal schienen, wie immer, Hochgeschwindigkeit. Durch den Wald. Durch den Wienerwald hier. Da hinten dran vorbei. So, wir müssen da ganz oben hin. Ich bin jetzt mal faul. Und zieh das jetzt einfach so hier durch. Hier geht's mir null um Schönbau. Hier wollen wir nur Money machen. Ja, und dann hier hinten dran. Genau da. So, und die werden sich freuen hier. Hier ist nur Stau. Hier wird nur Stau sein. Aber egal, Pech gehabt. So, was ist denn heute los hier bei mir? Am laufenden Meter Polizei und Feuerwehr und Krankenwagen und was weiß ich. Falls man das im Hintergrund hört. Das ist schon das dritte Mal, ja, in einer Stunde. Voll der Brennpunkt hier. So, wenn wir den jetzt hier kaufen, Züge kaufen, wir haben ja jetzt einen neuen gekriegt hier, den hier. Der fährt 120. Ist gut, die nehmen wir jetzt mal, die gucken wir uns an. Danke. Übrigens, das hier, Elektrolok, ja. Wer das Thumbnail gesehen hat, ne, fehlt ein K. Elektrolok. Kennst du eine Elektrolok? Alles klar. So, der Kesselwagen. 1, 2, 3, 4, 5 machen wir mal. Das reicht erstmal. Wir können ja noch welche dran bauen später. 75. Ja, 75 reichen erstmal. So, den weise ich jetzt eine Linie zu. Und zwar eine neue Linie von hier. Aber da kommen die ja gar nicht hin, ne? Nach hier. So, fährt jetzt da rein. Das wäre toll. Springt jetzt automatisch auf das andere Gleis da drüben? Kein Weg, nein. Dann müssen wir noch gerade hier... Ja, kriegen wir das so hier dran? Kriegen wir. Bingo. Jetzt sollte er eigentlich dahin fahren, ne? Oder ist das jetzt wieder zu spät? Jetzt steht der andere noch darum. Junge! Da ist jetzt eine Oberleitung. Nein, ja, Auto, mach weg. Warum mach ich den Kack jetzt noch hier dran? Dreh doch mal rum. Wenden. So. Jetzt müsst ihr ja da hochfahren. Und dann gucken wir mal,
ob er dann auch wirklich auf seine Linie fährt und nicht auf die andere. Er muss ja jetzt dahin fahren, wenn wir das jetzt wieder blockieren. So, jetzt hat er keine andere Möglichkeit, als da drauf zu fahren. Bin ich mal gespannt. Das hier könnten wir auch weghauen dann, das brauchen wir nicht mehr. Da hinten, das muss bleiben, wegen den anderen. Jawohl. So. Der Ölbomber rollt hier. Miau. Sehr schön. Ist zwar alles hin und her hier, aber egal. So, wir hätten gerne Öl. Bitte produzieren Sie. Produktion 0. Aber wieso das denn? Wieso das denn? Müssen wir gucken, was der da macht. Eigentlich sollte der jetzt Öl bringen. So, und der hier fährt natürlich nichts, weil nichts da ist. Die müssen ja erstmal produzieren wieder. Ich hoffe, der fängt jetzt mal an zu produzieren. Wenn nicht, müssen wir gucken, was da wieder im Argen liegt. Das Schiff hier, das ist so langsam. Habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, egal ob Schiff oder Flugzeug, die sind ja nett, aber Gewinn machst du damit nicht. So, 100 Holz drin. Hier ist schon wieder alles zugeballert, wie man sieht. Vielleicht sollten wir das doch ein bisschen abändern. Kann man Schienen quer über das Wasser bauen? Kann man. Das ist zwar teuer, aber das wäre eine lustige Idee. Einmal quer über den Fluss oder durch den Fluss bis hier hinten hin. Ja oder nein? Wie sieht's mit Stationen aus? Kann man die ins Wasser setzen? Nein. Die müsste man halt hier an den Rand setzen. Würde aber generell würde das gehen, ne? Wir gucken uns das noch ein bisschen an mit dem Schiff, ja? Wenn es nichts gibt, dann machen wir das. Der produziert keine Vergrößerung und Verkleinerung geplant. Und der hier... Ich weiß nicht. Irgendwas habe ich wieder verkehrt gemacht, ne? Ich meine, es heißt ja ein Öl oder zwei Getreide, ja? Ah, guck mal, jetzt produziert er auch was. Jetzt produziert er was. Mhm. Hat er jetzt was mitgenommen? Ja, 17, okay. So, der hat 0 Öl. Ah, der fängt jetzt bestimmt erst ganz langsam an, wetten wir. 0, da ist ja nichts. Warum auch? Wozu? So, der produziert. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Okay, dann müssen wir hier noch ein Dingens machen. Dann machen wir jetzt noch die Straße. Wir sollten ja vielleicht auch mal langsam hier die Sachen abtransportieren. Das hätte was. So. Und so. Wieder wunderbare Straßen hier. Wunderbar. Mach mal zu. Wo ist das Depot hier? Da oben haben wir den, ne? Ja. Straßenfahrzeug 58. Warum steht das hier drin rum? Neue Linie. Von hier aus. Nach. Wo ist es da? Dahin. Bitteschön. Fahrzeugersatz ein. Erstmal gucken, was. Und zwar Güter. Der Opel Blitz. Müssten bald auch wieder neue kommen, schätze ich mal. Oh, der meckert schon wieder rum. Kolbing Warenfabrik. Ja, das ist hinten die produziert, aber ne, wird nichts abtransportiert. So, welcher ist das? Der hier? Ne, der fährt doch schon hier. Mal Pause. Halt! Wo willst du hin? Na, das ist doch gut. Mit 0. Mit 0. Super, aber jetzt kommen die erst langsam hier hin, ne? Ja, ich hoffe nur, der nimmt die jetzt nicht wieder mit hier raus. Der soll ja nichts einladen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er kriegt dann nämlich die Krise. Dann sind nämlich nachher die Waren von hier nach hier geschleppt und so, weißt du? Und dann stehen die hier rum, wo sie es gar nicht sollen. Deswegen mache ich lieber immer einzelne. Weil das bei mir immer so ein Chaos gibt. Es gibt immer so ein Chaos. Ich kann machen, was ich will. Ich weiß auch nicht, warum. So, was ist hier los? Kriegen wir die alle eingesammelt? Jawohl, ist der voll? 65 von 80, das ist in Ordnung. Aber hier hinten... Wie sieht's hier aus? Da warten 28, das ist auch nicht so viel. Die sind ganz schön gewachsen, die Städte, ne? Muss man sagen. Das muss man sagen. Vielleicht können wir hier noch irgendwie... Alter, guck mal, wie viel Öl hier rumsteht. Wir haben sogar erhöht jetzt, okay. Aber ich will noch keine LKWs bauen, wegen, ne?
gleich neue kaufen und so. Palsdorf, das ist auch relativ groß. Das sieht sogar richtig schick aus. Kann man das doch noch hier mit was ist das? Schleusinger Neuendorf? Alter. Schleusinger Neuendorf. Meine Güte, was ein Zungenbrecher. Und Albeck verbinden. Könnten wir mal probieren. Aber erstmal will ich gucken, ob das hier läuft. Die produzieren. Wer kommt da? Wo ist der andere? Da fährt er. Alles hat er was dabei. Null. Das Ding produziert nichts. Ach, pass auf, jetzt ist der wieder zu weit weg, ne? Nö. Eigentlich sollte der was kriegen, ne? Warum zum Teufel? Ich weiß, warum das ist, ne? Habe ich hier wieder einen Passagierbahnhof hingebaut? 100 Pro. Klar. Siehste? So, Pause. Oh Mann, ey. Kann mal jemand Ede links und rechts in den Allerwertesten treten? Dieser Typ. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist unglaublich. So, ich hoffe, der nimmt ihn jetzt einfach an auf seiner Linie. Oder meckert der jetzt rum, dass er keinen Bahnhof hat. So. Wie soll der Öl einladen, wenn er am Passagierbahnhof ist? Hä? Verrat mir das mal. So, jetzt nochmal gucken. Alter, Fail vom Herrn. Nee. Ich bin mal gespannt, wie viele jetzt schon in die Kommentare geschrieben haben. Du hast da am Passagierbahnhof gebaut, ja? Ohne es ganz zu Ende geguckt zu haben. Hat man ja oft. Ich erwische mich da auch manchmal bei, aber denk dran, besser erst zu Ende gucken. So, das ist jetzt auch wirklich ein Terminal. Ja. Produzieren tut er trotzdem nichts. Das hier ist, ja. Güterbahnhof. Passt. Wunderbar. Dann gucken wir mal, ob da bald was kommt. Der muss ja jetzt erstmal hier, ne? Oh, jetzt haben wir eine richtige. Ah, jetzt haben wir so eine richtige Güterlok. Das ist gut. Sägewerk. Versuche. Wo denn? Hier hinten. Mehr Einheiten abtransportieren. Wohin denn? Ist doch alles voll. Wir brauchen ein größeres Schiff. Das brauchen wir. Das ist so langsam. Finanzen. Lass mal gucken. Ne, Details. Hier was, ne? Ersatzfahrzeug. Lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Haben wir schon andere? Das hier, Baumstämme, schleppt das und Bretter. Macht dann 152, okay. Sofort ersetzen, ja. Die 700.000 haben wir. Ich hoffe, das ist ein bisschen schneller. Und wir transportieren dann mal direkt die Hälfte nochmal extra mehr. Das Mann, hier steht alles voll. Alles voll. Mach weg den Kacke. Wo könnten wir denn hier wunderbar einen Bahnhof reinzimmern? Hier unten, ne? Ja, guck mal, was hier Leute stehen! Wenn ich jetzt sage, ein Bahnhof. So. Hätte, ja. Wird mal Pause. Das heißt, diese Straße muss weg, ne? Wir machen das jetzt einfach rotzefrech. Krümmung zu groß. Watt? Aber dreh mal rum. Dann kriegen wir aber kaum welche ran. Das ist natürlich doof. Jetzt so mache. Obwohl, was heißt kaum welche? Och, kriegst du gut ran hier. Guck mal. So. Ah, mach mal. Fertig. Wir sind jetzt frech. So. Schienen einfach durch. Tschüss, Häuser. Weg. Dann gehen wir nämlich jetzt mal da hinten hin. So, und dann hier unten lang. So. Schön hier, ne? Am Grünfutter. Wir haben ja Kohle. Da ist das. Wenn wir den jetzt hier so... Ah, da gucken wir mal.
nachher, wenn wir den jetzt hier so bauen. Oder können wir den hier dran bauen? Autosave. Immer dieses Autosave. Echt. Sagen wir mal so. Ja gut, da erwischst du nicht viel. Ich hoffe, das wächst hier in die Richtung. Mach mal weg. So, ist ja noch... Ist ja im Vorausplan, ne? Wir müssen ja... So. Wir wollen ja, dass die Stadt hier in die Richtung wächst. Jetzt müssen wir über den Fluss. Oh, geht das? Nö, geht nicht. Schade. Kollision! Ja, auch? Warum? Wo ist denn hier eine Kollision? Wo bitte? So. Bitteschön. Nach da hinten. Nur nicht so weit. Nein, bitte direkt dran. So. Hier hinten noch. Nach hier. Jetzt können wir hier, da, wo wir möglichst viel Geld bezahlen, wieder alle Häuser abreißen und einen Bahnhof reinbauen. So. Sagen wir mal so. Bitteschön. Danke. Brauchen wir natürlich noch. Wo kommt der hier? Hier. Ich will den hier so dran. Jetzt geht das nicht. Ist Straße da? Nein. Keine Straße? Egal, trotzdem weg. Ah, kriegen wir eine Dingens dran? Glaube nicht. Nee, leider nicht. Leider nicht. Und von hier? So. Ja, fast. Fast. Können wir das hier aber nochmal Dingens machen. Ich will die richtig aneinander haben hier. Kann doch nicht so schwer sein, ey. Weißt du was, dann machen wir hier nochmal weg. So. Kriegt man die jetzt hier aneinander? Ja, bitteschön. Mann, 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 Mann. Was ein Zinnober. Was ein Zinnober. Jetzt können wir hier irgendwo in die Pampa noch Dingens machen. Wir können erstmal wieder hier anmachen. So, jetzt können wir hier noch ein Depot ranmachen. Einfach. Mal diese Richtung. So. Wunderbar. Jawohl. Dann können wir hier nämlich auch nochmal ein bisschen Passagierverkehr angeben. So, was ist das hier? Da passen 18 Passagiere rein, da passen 14 rein. Ein Schienenbus interessiert mich überhaupt nicht. Lokomotiven, was haben wir hier Schönes? Das ist Diesel, ne? War eine europäische Lizenzvariante der amerikanischen Standardlokomotive der F-Reihe von GM. Okay. Die fährt 120, kostet 600.000 im Jahr. Die fährt 145, kostet 800.000 im Jahr. Ladegeschwindigkeit 1,0, 1,0, 40 Jahre, 40 Jahre. Ach komm, wir nehmen mal den hier. Ich will mal den nehmen. So, was für Wagen haben wir für die Leute? Die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal 100 Leute. Neue Linie. So, wir wollten von hier hinten. Ne? Genau, von hier. Nach hier oben. Und das ist verdammt weit. Das ist verdammt weit. Nach hier. Nach hier. So. Fahrzeugersatz. Bitte einmal hier. Hinzufügen. Wagen 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bitteschön. Ein. Dauert ja ein bisschen. Da. Wunderbar. Jetzt kann man mal gucken, ob der fährt oder ob der Leute mitnimmt. Das wird ja eh dauern. Aber der ist relativ schnell, glaube ich. Das ist eine neue Linie. Ich will ihm noch zugucken hier. Da kommt er an. Juh. Na, das sieht doch schon nach einem Passagierzug aus, oder? Das sieht nach einem Passagierzug aus. Nice.
Fährt zwar noch keiner mit, weil neue Linie und so, aber guck, da stehen schon die ersten. Bingo. Bingo. Einer wartet. So muss das sein. Haben wir jetzt hier was verkauft mit den Dingens? Die sind alle voll. Geht alles voll so. Ja, wir müssten noch ein paar bringen, ne? 26. Dann machen wir hier oben, oder? Ist das hier näher? Ich glaube, das hier ist näher, ne? So, Güter. 1, 2, 3, 4, 5. Bitteschön. Linie zuweisen alle. Welche ist das hier gewesen? Einer von den neuen, ne? Die hier. Bitteschön. Rein da. Dann könnt ihr das auch mal machen, ja? Der kriegt mittlerweile was Öl. 0 von 75. Also. Habe ich vielleicht auch noch die verkehrten Waggons dran? Eigentlich nicht, oder? Wir gucken jetzt mal. Kann ja nicht sein. So, ich meine, das mit dem Dingens sehe ich ja noch ein, ne? Mit dem Bahnhof. Kesselwagen, Rohöl, Öl und Treibstoff. Nimmt der. Definitiv. Ja, produziert doch immer weiter hier, ja? Warum bringt der dann kein Öl? Rohöl. Und er hier macht Rohöl. Produktion 0. Oder ist es irgendein Fehler? Im Lager 58. Guck. Details. Im Lager 8. Jetzt warten wir nochmal und gucken, ob der die holt oder nicht. Das will ich jetzt wissen. Kann ja nicht sein, ey. Was ist denn hier? Was stimmt hier nicht? Ist ihm das zu weit weg? Das geht so nicht. Das muss hier hin. So, aus dem Lager kommt nichts. Null bleibt. Okay. Muss ich nochmal nachgucken, was da los ist. Ich habe keine Ahnung. Gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Verfluchte Hacke. Gucken wir mal, wie unser Zug hier läuft. Ich bin mal gespannt. Oh, guck mal, die bauen sogar auf die andere Straßenseite hier. Aha. Aha. Interessant, interessant. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls du nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Eder.